Hi und willkommen zurück bei Mario vs. Donkey Kong. Schön, dass ihr noch mit dabei seid, aber diesmal lohnt es sich auch, denn der Final Fight kommt auf uns zu. Zuvor müssen wir aber das letzte Mini-Mario-Level schaffen, was ein wenig kompliziert aussieht. Oh, was ist denn das für ein Trottel? Nachzügler, na super. Schnell in die andere Richtung. Alle runter und wieder Richtung ändern. Ja, springt mal da runter. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ich musste sie jetzt auf gut Glück runterwerfen, aber wenn man da schon den gelben Schalterpalast drücken kann, dann wird das nicht umsonst gewesen sein. So, fallen lassen, runter, 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 da ist das Y. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was man hier machen muss, ich erinnere mich. Die Kiste muss hier stehen, damit die Viecher da hochspringen können und sich das Y schnappen. Aber wo ist denn das O? Ach, da. Ganz einfach auf dem Weg. Manchmal kommt das Spiel so ein bisschen vor wie in Donkey Kong Country. Da muss man ja auch Buchstaben sammeln. Aber was seid denn ihr so langsam, Freunde? So, jetzt lass mich überlegen. Wir müssen da hoch. Den roten Schalterpalast aktivieren, damit die sich dann nicht verbrennen am Laser. Und hoch mit euch. Oh, crap, wir sind aber noch nicht fertig. Oh je. Ich muss diese vermaledeite Mülltonne holen. Denn ohne die kommen die da nicht hoch. Na klasse. Dann lass mich mal schnell den gelben Palast drücken. Und runter, 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 runter. Oh, das ist ja fies. Weil Mario ist jetzt hier nicht geschützt. Oh, zum Glück ist nichts passiert. Okay, kommt her. Und jetzt kommt mit. Checkt ihr das? Ja, ihr checkt das. Super. Rein da. Optimal. Das sollte doch sogar ein Stern wert sein, oder? Oder nicht? Okay. Wieso fehlen mir da 3000 Punkte? Was hätte ich denn da besser machen sollen? What the hell? Naja, okay. Ist mir dann auch irgendwo egal. Oh, scheiße. Nein! Ja, super. Eigentlich ist dieser Kampf gegen Donkey Kong total einfach, aber ich habe mich jetzt schon treffen lassen. Was total dumm ist. Und das kostet mich eine Menge Zeit und Nerven. Er ist deswegen so einfach, weil er so linear ist. Man hat hier ja so gut wie gar keine Möglichkeit, irgendwo zu campen. Außer vielleicht hier bei den Leitern mal. Man muss immer mit dem Laser mitgehen und, ja, man kann eigentlich erahnen, wann Donkey Kong auf seinen Schalter drückt, um die Laufbänder zu ändern. Und wir müssen halt einfach gegensteuern, damit der Bob-Omb bei ihm landet und nicht bei uns. So, jetzt zum Beispiel war es auch wieder offensichtlich, dass er drückt. Und kurz bevor der Bob-Omb bei ihm ist, tut er das auch nochmal. Also es ist halt sehr, sehr voraussehbar. Weil man ja nicht gegensteuern kann. Die Laser, die bewegen sich ja immer in die gleiche Richtung. Und Mario muss mitlaufen und hier nochmal drücken. Ah, versaut. Jetzt schnell. Und oben gleich nochmal. So, seht ihr das? Es ist wirklich voraussehbar, deswegen ist es auch gar nicht schwer. Ich habe nur am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Das wird mich jetzt wieder den Stern kosten, aber sei es drum. Hauptsache, wir haben ihn besiegt. Ja, genau, Mario. Aber er flüchtet ja immer noch. Mann, Donkey Kong, wo willst du denn hin? Es gibt keine Möglichkeit mehr, wo du dich verstecken kannst. Come back, you big monkey! Tja, da ist nichts mehr drin. Man sollte nie einen Gorilla provozieren. Na toll, was haben wir jetzt davon? Er hat sich die Toads gekrallt und eingesperrt. Sie weinen! Wir müssen ihnen helfen! Das hier ist der wahre Endkampf. Und nicht der davor, der war ja viel zu einfach. Und der größte Unterschied ist, man hat hier nur ein Leben. Also nicht so wie in den ganzen anderen Donkey Kong Fights. Maximal 6? Nein! Nur eins! Ein einziger Treffer reicht und Mario ist K.O. Deswegen muss ich mich hier auch anstrengen. Der Kampf besteht aus zwei Phasen. Phase 1 ist Toads befreien und die zweite werdet ihr dann gleich sehen.
Und Donkey Kong kann mit Hilfe seiner farbigen Schalter da oben immer die Schlüssel auftauchen und verschwinden lassen. Also er versucht mich damit zu verwirren, schafft das aber nicht. Der blaue Toad ist ganz oben, der rote ganz unten und der gelbe in der Mitte. So, jetzt sind sie alle frei und treffen sich unten. Boah, diese Schuhe. Die quietschen ohne Ende. Was haben denn die Toads bitte schön für Schuhe? Grausam. Ja, und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig als zu warten auf dieses große Donkey Kong Fass. Denn ihr habt ja schon gesehen, das unterscheidet sich von den anderen. Und die drei Toads können das große Fass aufnehmen, auch weil es keine Stacheln hat. Und wir können es dann zum Gegenschlag verwenden. Jetzt dürfte ich mich sogar treffen lassen von den Fässern, also ich würde dann bloß das Fass verlieren, aber wäre nicht tot. So, jetzt das gleiche nochmal. Am besten bleiben wir hier oben, weil da kann ich von nichts getroffen werden. Ich höre ja, wenn die Toads sich bewegen. Ich warte jetzt einfach ab, bis sie das Fass hingestellt haben und dann wage ich mich nach unten. Genau. Ah, es wird sogar angezeigt. Sehr gut. Toller Service. So, jetzt mach bloß keinen Scheiß, Mario. Okay, ich hab's. Wenn man das Fass hat, dann ist man ja, wie gesagt, schon gesichert. Also, da fühlt man sich dann viel, viel besser. Ah, ouch. Und lieber liegen bleiben, weil das habe ich euch auch noch gar nicht gesagt. Wenn Mario liegt und seine Füße so nach oben streckt und strampelt, dann ist er unverwundbar. Ist lustig, aber ist so. Oh, jetzt geht der voll ab. Schaut mal, wie er abgeht. Hilfe! Aber ich habe hier eine Campingstelle, also hier ist man relativ sicher. Alter, wie soll ich denn jetzt zum Fass kommen? Von oben am besten, von oben. Aua, aber ich hatte es. Scheiße. Wie gesagt, wenn man liegen bleibt, passiert nichts. Boah, was springt denn der Spinner? Warte, campen, campen, campen. Boah, ist das übel, ey. Aber es passt, Freunde, es passt. Hier, nimm das, Donkey Kong. Haha. Und die Toads rächen sich an ihm. Yay, first try. Very nice. Und nun fällt er und fällt er und fällt er. Wie damals im Arcade-Game. Das hier sind vermeintlich die Credits, aber das Let's Play endet noch nicht. Es gibt noch einige Level, einige Welten. Deswegen überspringen wir das Ganze jetzt auch einfach mal. Ja, wobei, ich brauche da gar nicht wirklich schneiden. Denn die Credits sind nicht wirklich lang, soweit ich weiß. Mein Urteil spare ich mir auch noch auf. Denn wir haben jetzt vielleicht erst 60% des Games gesehen. Ihr werdet gleich zu sehen bekommen, wie es jetzt weitergeht. Weil es wurde ja nicht wirklich aufgelöst, was mit Donkey Kong passiert ist. Er fällt halt runter. Bricht er sich das Genick? Oder was wird geschehen? Naja, da es ein Nintendo-Game ist, wird das wohl eher nicht passieren, sondern Folgendes. Wir wollen das heute noch sehen. Und rechts ist noch Platz, da gehört mein Name hin. Und natürlich großes Danke an Charles Martinet. Ja, der hier sämtliche Stimmen übernommen hat. So, jetzt kriegen wir die Auflösung. Was passiert? Oh, das muss wehgetan haben. Ja, er ist okay, wie man sieht. Sieht wie ein Scherz aus, ist aber die Wahrheit. Der gleiche Scheiß schon wieder. Welt 1 plus. Es geht also bis Welt 6 plus. Aber wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott. Das Spielprinzip hat sich ein bisschen geändert und die Level sind kürzer. Sehen wir es uns mal an. Also es wird nicht mehr so lang dauern wie bisher. Wir werden schneller durch die Level durchkommen, außer ich stelle mich an wie ein Putzlappen.
So, jetzt ist es nämlich ganz anders. Die Mini-Marios sind dort unten versteckt, weil Donkey Kong hat sie ja aus ihren Glaskuppeln da befreit, unweigerlich. Und wir müssen jetzt die Mini-Marios berühren, damit sie in Gang gehen. Und die haben zwingend den Schlüssel am Rücken. Und ohne die Mini-Marios kommen wir nicht weiter. Das Dumme ist halt, sie dürfen Gegner nicht berühren, denn sonst sterben sie. Man muss also auf Mario aufpassen und auf Mini-Mario. Jetzt muss ich noch überlegen, wie das geht. Natürlich muss ich noch nebenher versuchen, die maximalen Punkte zu bekommen. Und leider merke ich, habe ich schon den ersten Level verkackt. Ja, ich habe es sogar schon hier versaut. Ach, verdammt. Ich bin aber auch eine Flasche. Ja gut, wenn man es zum ersten Mal zockt, dann weiß man das nicht. Was heißt zum ersten Mal? Also noch zum ersten Mal seit Jahren. Der Mini-Mario muss da hoch und dann hier rein. Ja, lass mal das Geschenk einfach. Für uns geht es ja eh nicht um die Sterne. Aber es gibt kein zweites Abteil mehr. Man ist dann sofort durch mit dem Level, wenn man hier das Ziel erreicht. Oh, ich habe mich jetzt aber hier so schlecht angestellt. Hier wäre locker der Stern möglich gewesen. In den Pluswelten ist es auch einfacher, die Sterne zu bekommen, im Übrigen. Aber man braucht halt mehrere Versuche, weil es ist schwer, die Schemen der Level sofort zu erkennen im ersten Versuch. Ah, lass doch das liegen. Vielleicht klappt es jetzt aber besser. Töten, töten. So, und dann ist schon ersichtlich. Wir müssen wieder die Mülltonne schnappen, da hinwerfen, damit der Mini-Mario da hoch kann. Weil klettern kann er ja nicht. Das kann nur Mario. Wir müssen uns auf seine Fähigkeiten verlassen. Ja, das ist deutlich einfacher. Jetzt sind wir schon durch. Das ist klar, wir brauchen auch hier die Mülltonne wieder. Ich denke, hier werden wir den Stern haben, weil es ist wirklich nicht schwierig. Ich fand es immer schwerer, in den normalen Leveln die Sterne zu bekommen, als in diesen Bonuswelten. Weil es halt einfach viel kürzer ist. Klar, jetzt sieht es auch noch einiges einfacher aus, aber ihr könnt es euch ja schon vorstellen. Hintenrum sind die dicken Fische und die Wurstfett und die Schweinefett und was weiß ich. In den hinteren Welten wird es wieder hart für uns werden. Ach, kein Ab. Aber ich weine jetzt nicht. Welt 1-3. Schauen wir einfach mal, wie weit wir in dem Part noch kommen werden. Ich werde natürlich versuchen, das Ganze jetzt schnell zu Ende zu bringen, immer. Und mich nicht so dumm anzustellen. Ja, wir könnten sogar schon ins Ziel. Moment. Komm mal hierher. Hierher, du Depp. Hol das Geschenk hier. Und jetzt brauchen wir noch das Gelbe. Wo ist denn das? Komm hierher. Und warte da am besten. Na, er will nicht warten. Na gut. Mach mal das so. Wow, das war gefährlich. Stirb. Ja, jetzt habe ich so einen kleinen Umweg gemacht. Also ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, aber an sich haben wir alles. Jetzt entwickelt sich bei mir auch so ein kleiner Ehrgeiz, die Sterne zu holen. Zumindest in der ersten Welt. Hintenrum wird es mir wahrscheinlich wieder egal sein, weil es dann zu schwierig ist. Aber es klappt bislang. Wieder null Ups. Aber es geht deutlich schneller, ne? Jetzt sind wir schon bei 1,4. Es geht fast 50% schneller. So, was muss man denn hier wieder machen? Also, zack, dann fällt alles runter. Ich denke mal, der Mini-Mario muss da einfach drüber und Mario auch. Und dann halt wieder die Schalter umstellen auf Rot, damit er unten durch kann. Wir müssen halt hoffen, dass der Mini-Mario keinen Fehler macht und in den Stacheln landet. Weil nicht immer ist Mario schuld an dem Ganzen. Was mache ich da eigentlich? Ich muss oben lang. Zack. Wieder ein sehr kurzes und einfaches Level. Das ist vielleicht das einfachste bisher. Das hatte irgendwie null Schwierigkeit. Komisch. Dabei ist es 1,4. Plus 1,4. Oder 1,4 plus. Ach, sei es drum, komm. Ja, ihr seht schon, die Sterne sind wirklich einfacher hier zu holen. Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir vielleicht noch die Welt 1 Boss. Und das meiste aus Welt 2. Das wäre doch toll. Das ist jetzt mein Ziel. Die Hälfte von der zweiten Welt noch zu schaffen. Ja, das ist mein Ziel. So, jetzt geht er durch. Geht er durch. Hol das Geschenk. Aber komm, 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 komm. Du darfst auf gar keinen Fall da in die Stacheln rein. So, und jetzt musst du diesen großen Sprung schaffen. Schaffst du das? Gut. Zwar knapp, aber du hast es geschafft.
Good job, Little Guy. Und du bist ja auch ein Mini-Mario, von daher musst du das können. Auch das war sehr einfach. Also es gibt da wirklich große Unterschiede bei den Leveln. Viele chillig, manche komisch. Das erste war bis jetzt das Schwierigste, finde ich. Aber vielleicht habe ich da auch nicht einfach gut aufgepasst. Das Ganze geht so schnell, ich kann noch nicht mal wirklich aussprechen. Deswegen habe ich jetzt auch so ein paar kleine Versprecher. Sorry. Oh nein. Ich habe das Gefühl, diese Blöcke, die fallen jetzt noch schneller runter als im normalen Modus. Kann das sein? Und natürlich müssen wir den Mini-Mario... Wow! Hilfe. Beschützen. Vor den Klötzen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Komm runter, mein Lieber. Und hierher. Jetzt muss man schrittweise vorantasten. So. Nochmal zurück. Also immer nur ein paar Zentimeter weitergehen. Und immer schön zurücklaufen, damit ihm nichts passiert. Oh, wir haben es geschafft. Boah, geht das schnell. Und wie grimmig der guckt. Eigentlich wäre dieser komische Gegner mit dem Müll ein Toy Story Charakter. Wow, wir haben es aber nicht geschafft. Diesmal kein Stern. Wegen 2 Sekunden. Lame. Ich werde es verkraften. Jetzt kommt der Donkey Kong Fight. Das sind eigentlich die gleichen wie im normalen Modus, vom Schema her. Nur ein bisschen schwieriger. Also wir haben jetzt hier einfach mehrere Plattformen als beim eigentlichen Kampf und Donkey Kong wird schneller und mehr Zeugs von oben runterwerfen, wie man schon sieht. Oh ja, er macht viel mehr offensiv gesehen. Zack! Ich muss halt einfach schnell genug sein. Interessant, dass es in der Mitte keine Plattformen gibt. Links ist nur rot und rechts ist blau und gelb vorzufinden. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist schlauer? Rechts zu bleiben oder links? Theoretisch rechts. Weil wenn er den Schalter ändert und von gelb auf blau schaltet, crap, schnell, nimm die Kacke da! Ja, oder so. Dann fällt man eventuell nicht ganz runter. Und beim Roten ist es halt so eine Sache. So ein Alles-oder-Nichts-Ding. Och Mensch, jetzt lass mich aber von jedem Scheiß treffen, Mensch. Crap. Ich bin schlechter geworden irgendwie. Und beeil dich, Mann. Beeil dich, beeil dich. Nein. Ja, aber er macht es auch so fies. Er macht es, dass man nicht ausweichen kann. Er macht 2 Gegenstände nebeneinander. Ich muss im Prinzip hier unten abwarten. Und langsam geht mir die Zeit aus. Der Typ hat nur noch ein Leben. Ja, Mann, mach doch auf Rot. Dann kill ich dich. Der ist ja aber auch wirklich dreist. Ich konnte gar nicht nach oben gehen. Jetzt aber. Oh, Scheiße, Mann. Zwar getötet, aber einfach nur schlecht. Da wird es mir, glaube ich, auch nichts helfen, dass ich alle Mini-Marios noch hatte. Also noch alle Leben. Ich will eigentlich den Stern haben, aber es wird wohl nichts. Schönes Bild. Yay, way to go. Tolle Pyramide, die sie da gebildet haben. Ja, also der Stern ist hier echt leicht, nur ich hab's total versemmelt am Ende. Doof. Naja, immerhin Welt 2 noch erreicht. Again? Ja, Mario weiß auch schon gar nicht mehr, was er dazu sagen soll. Es will und will nicht enden. Lol. Gucken wir mal, was in Welt 2 so abgeht. Jetzt wird's halt wieder ein bisschen schwieriger. Aber die Level bleiben gleich kurz. Vermutlich wird jetzt aber ein bisschen mehr auf den Mini-Mario geschossen. Vor allem von diesen Piranha-Pflanzen hier. Also da muss man sich dann halt im richtigen Moment fortbewegen. Hier kann er nicht getroffen werden, oder? Ja. Der ist nämlich schön klein. Jetzt schnell, schnell, schnell. Mario macht kurz einen Umweg, nimmt sich das Geschenk mit. So. Ja, vorsichtig. Kein Risiko eingehen. Na, spring halt. Ja, nicht du! Du bleibst da oben. Das Dumme ist halt, man kann dem Mini-Mario nicht sagen, ey, stay, bleib mal da, warte auf mich. Der geht immer mit. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte hinten an dem Rad drehen und ihm die Batterie rausnehmen oder sowas. Aber das ist nicht. Genau das ist aber auch die Schwierigkeit des Ganzen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Jetzt müssen wir die Gegner umbringen, bevor sie den Mini-Mario erreichen. Das ist ja auch mal lustig. Oder halt einfach schnell genug sein. Ja, passt schon. Hau ab da.
Das ist geil. Extrem kurzes Level, aber auch irgendwie lol. Ja, und ich denke, ich war schnell genug, habe auch genug Punkte gesammelt für den Stern, oder nicht? Bitte. Gleich hätten noch das Mini-Rehorn da killen können, aber das wird keinen Ausschlag geben. 2, 3 plus. Okay, das ist jetzt größer. Oh, oh. Ja, genau deswegen. Ja, man darf da so wenig Weg wie möglich zerstören. Dammit. Mach mal so. Und so. Und so. Und so. Ach, da hinten ist ja noch das... Scheiße. Das ist jetzt das erste Level, das wirklich schwierig ist. Wow. Aber ich bin durch. Ja. Hä? Was habe ich da denn jetzt falsch gemacht? Ach, egal. Jetzt habe ich die ganzen Geschenke geholt und im Endeffekt war es umsonst. Blöd, oder? Ja, komm. Shit. Oder kann ich die 2000 Punkte kompensieren, die man durch das Geschenk bekommt? Ich denke eher nicht. Aber wie hätte ich das machen sollen? Ich glaube, ich hätte erst runtergehen sollen. Ja. Und ja, genau. Mario darf nicht oben lang. Wir müssen... Nein! Gleichstand! Eine Sekunde! Und das zählt dann nicht. Super. Man muss auf jeden Fall mehr Punkte haben als Highscore. Das ist ja fies. Eine einzige Sekunde hätte bereits ausgereicht. So. Jetzt wird es ebenfalls nicht leicht. Denn der blöde Vogel wartet oben. Darauf, dass er seine Eier schmeißen kann. Ja, jetzt einfach fallen lassen. Oh, das war ein bisschen buggy, aber mit dem positiveren Ende für mich. Ging auch richtig schnell, hier haben wir auf jeden Fall den Stern. Und ich verabschiede mich, Freunde. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal noch mit dabei. Jetzt geht's ja schön schnell. Kann man sich die restlichen Parts ja auch noch angucken. Wäre geil von euch. Ebenso wie ein Daumen. Ja, bis zum nächsten Mal bei Mario vs. Donkey Kong.